Herzlich willkommen zu Aquaristik mit Aquarien. Und heute quatschen wir mal über das Thema, was ist, wenn du einen Stromausfall hast? Was ist dann mit deinem Süßwasser-Aquarium? Ja, was ist, wenn mal der Strom ausfällt und du einfach ein paar Tage gar keinen Strom hast? Was ist mit den Aquarien? Ist das wirklich schlimm? Wie muss man reagieren? Ja, und da spreche ich tatsächlich aus eigener Erfahrung. Ich hatte das auch mal, dass ich circa eineinhalb Tage gar keinen Strom hatte, weil in der Straße ein Rohr geplatzt ist. Dieses ganze Wasser ist über die Straße gelaufen, bei uns im Keller rein, hat dem Stromkasten so einen kleinen Knall verpasst und dieser musste natürlich komplett getauscht werden, das heißt demontiert werden. Der ganze Keller musste getrocknet werden, dann wurde dieser Kasten eingebaut. Das ging alles relativ zügig. Ich glaube, eineinhalb Tage hatte ich keinen Strom. Und in diesem kurzen Moment habe ich gar nichts gemacht, weil der Filter stand, klar war auch die Heizung aus, aber es war jetzt keine kalte Jahreszeit, das Licht war halt aus. Aber was ich bereits getan hatte, war, ich hatte hier draußen auf dem Balkon einen Generator mir hingestellt und hätte das jetzt länger gedauert, hätte ich den Filter angeschmissen. Das wäre auch die einzigste Maßnahme gewesen, die ich gemacht habe. Licht ist jetzt erstmal nicht so dramatisch für euer Süßwasser-Aquarium, aber die Filterung ist wichtig. Und je nach Jahreszeit die Heizung. Ein Generator hat gute 2600 Watt. Damit hätte ich easy die Heizung und den Filter betreiben können. Wäre gar kein Problem gewesen. Wäre ein Benzingenerator gewesen, dann hätte der da draußen auf dem Balkon ein bisschen rumgeknattert. Wäre mir aber in dem Moment völlig egal gewesen, weil hier ging es mir um die Aquarien. Und das wäre meine Krisenvorsorge. Zusätzlich habe ich aber nochmal eine kleine Strombox, die du aufladen kannst, ist wie eine große Powerbank, musst du dir vorstellen, die nur ein bisschen mehr Dampf hat. Die hätte ich auch hier hinstellen können, hätte einfach normalen Stecker reingesteckt, gestart gedrückt und dann hätte das Aquarium wieder eine Stromzufuhr gehabt. Und damit hätte ich auch locker den Filter betreiben können und eine Heizung auch problemlos betreiben können für, keine Ahnung, einen guten Tag. Und dann hätte ich das Ding irgendwo wieder aufladen müssen. Das hätte ich wahrscheinlich dann im Garten gemacht, weil da habe ich Solar und da hätte ich dann aufladen können. Kommen wir mal zu dem Thema, du hast Stromausfall, ich sag mal, bis zu zwei Tage. Bis zu zwei Tage würde ich je nach Besatz erstmal gar nichts unternehmen. Das ist erstmal nicht schön. Hast du jetzt natürlich einen Besatz, der extrem empfindlich ist, was einen Temperaturfall angeht. Und du hast jetzt keine Möglichkeiten, irgendwie Strom da in dein Becken zu kriegen, dass du den Heizstab betreiben kannst. Dann gibt es Möglichkeiten, sich diese Heatpacks hinzulegen, die, wenn Fische verschickt werden im Winter, diese Heatpacks, die da knallst du drauf und dann werden die warm, ist wie so ein Handwärmer, die dafür zu nutzen. Hier ist nur wichtig, haut die nicht so in euer Aquarium. Du kannst 3-4 Heatpacks nehmen, kannst sie in einen Gefrierbeutel hauen, am besten zwei Gefrierbeutel, klopfst da drauf, machst den dicht und schmeißt den in ein Aquarium. Du wirst damit dein Aquarium etwas wärmen können. Ist dein Aquarium größer, brauchst du mehr Heatpacks. Aber das ist eine Möglichkeit, womit du auf jeden Fall Wärme in dein Becken reinkriegst. Filterung ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Es ist jetzt erstmal nicht so dramatisch, wenn man zwei Tage dein Filter nicht läuft. Wenn er vielleicht eine Woche nicht läuft, da finde wird es schon ein bisschen grenzwertig, weil du ja auch keine Strömung hast. Das heißt, dein Boden wird eigentlich gar nicht durchflutet. Klar kannst du gucken, dass du irgendwie in den Becken rührst, Wasserbewegung reinkriegst, dass dein Boden durchströmt wird und du somit irgendwie Schadstoffe noch abbaust. Aber so eine Woche finde ich schon grenzwertig, so zwei Tage keine Filterung, da solltest du eigentlich gar keine Probleme kriegen. Und ich glaube, länger wie zwei Tage kein Strom ist schon eher selten, es sei denn, du hast deine Rechnung nicht bezahlt, dann kann es schon mal länger sein. So weit möchte ich jetzt auch gar nicht gehen, also wenn es mal wirklich länger wie zwei, drei Tage geht, auch drei Tage keine Filterung. Ich sag mal, so drei Tage ist so eine Grenze, so da sage ich, ja, bis hierhin geht's und weiter aber auch nicht. Digga, Alter, das ist irgendwann mal übelst ankiffen und das wurde einfach legalisiert. Warte mal.
Boah, ich schnüffel das schon die ganze Zeit. Irgendein Nachbar ist ja am Paffen. Sau, du! Aber, puh, ich mag den Geruch nicht. Also gar nicht. Bah, nee, auch voll herangezogen. Da wird mir immer ein bisschen schlecht von. Mir ist gerade schlecht. Machen weiter. Ja, auf jeden Fall, diese Heatpacks sind eine gute Möglichkeit, dein Aquarium mit Wärme zu versorgen. Zumindest die 2 Tage. Wenn du da wirklich temperaturempfindliche Fische hast, dann ist das eine gute Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wie gesagt, leg dir eine Strombox zu und wenn du nur deinen scheiß Heizstab damit betreibst. Es gibt Heizstäbe, die haben nur 33, 60, 70 Watt, ne, oder 120 Watt. Das kann jede popelige Strombox. Das können teilweise normale Powerbanks, können diese Wattzahl betreiben. Ansonsten, wenn du natürlich einen Benzingenerator hast und einen Balkon hast, kannst du das Ding rausstellen auf die Balkonterrasse. Wenn du im Erdgeschoss wohnst, draußen Verlängerungsschnur in die Wohnung legen und versorgt dein Aquarium mit Strom. Wenn der Nachbar was sagt, sagst du, Kollege, ich habe ein Aquarium, dort sind Lebewesen drin, das ist mir scheißegal, was du denkst, leb damit. Ganz ehrlich, in dem Moment geht das Tierwohl einfach vor und dann könnte der auch die Polizei rufen, die könnte bei mir klingeln, dann würde ich denen ja genauso sagen, ich habe hier Tiere. Und das Tierwohl geht in diesem Moment vor und wenn der Nachbar meint, der muss da rumheulen, weil ihm das zu laut ist, hat er Pech gehabt, ganz ehrlich. So, also da wäre ich absolut egoistisch, weil das ist eine Notfallsituation, das geht dann vielleicht 1-2 Tage. Du solltest den Generator jetzt natürlich nicht nachts laufen lassen oder dann auch zu den Ruhezeiten ausschalten, dann eventuell ein paar Heatpacks da reinschmeißen, dann passt das. Ja, und so kannst du reagieren, wenn mal der Strom ausfällt, also das Licht. Mach dir keinen Kopf, ist gar kein Problem. Es gibt eine Dunkelkur, hast du eine Woche kein Licht. Licht ist gar kein Problem in der Süßwasser-Aquaristik. Gar kein Problem. Salzwasser, ganz anderes Thema. Licht ist unumgänglich. Süßwasser-Aquaristik, bis zu einer Woche, 10 Tage kein Licht, gar kein Problem. Scheiß was drauf. Völlig zu vernachlässigen. Filterung, bis zu 3 Tage würde ich sagen. Vielleicht noch 4 Tage, keine Ahnung, musst du Wasserwerte nehmen, ob du Nitrit bekommst etc. oder nicht. Solange du da keine schlechten Wasserwerte hast, kann der Filter ausbleiben. Gar kein Problem. Da würde ich einfach Wasserwerte nehmen, dafür brauchst du keinen Strom. Du hast einen Tröpfchentest. Heizung, je nachdem, was du für einen Besatz hast. Es gibt Fische, die kommen dann trotzdem, die haben ein Spektrum, die kommen dann auch noch mit Raumtemperatur 22, 23, 21 Grad gut klar. Dann brauchst du tatsächlich auch gar nichts machen, wenn die damit klarkommen. Aber das ist wiederum, wie gesagt, absolut besatzabhängig. Und da gibt es auch keine Faustformel. Deswegen als kleine Präventionsmaßnahme, finde ich, solltest du hier dir zumindest eine kleine Powerbank hinlegen, die zumindest dein Filter und deine Heizung betreiben kann. Ja, die Teile sind teuer. Da bist du mal schnell bei 300 bis 400 Euro. Du kriegst auch günstigere schon für 200 Euro, wo du zumindest einen Heizstab mit easy betreiben kannst oder nur einen Filter. Musst du dich ein bisschen schlau machen auf Amazon, ne, etc. Stell dir sowas einfach mal hin. Haben ist besser als brauchen. Es ist einfach so. Wenn dir der Strom samstags abends klatscht, stell dir weg. Es ist Winter. Es ist nicht wirklich warm in der Wohnung. Jetzt musst du überlegen, der Strom ist weg vom ganzen Haus. Deine Heizung läuft in diesem Moment nicht mehr. Das heißt, deine Wohnung kühlt aus. Dein Aquarium kühlt aus. Jetzt musst du es wärmen. Es ist Samstagabend. Das heißt, du kriegst frühestens so einen Generator oder irgendwas zum Strom erzeugen. Oder auch diese Heatpacks. Frühestens Montag. Da ist dein Aquarium im Winter, ich sag es dir, wenn du im Erdgeschoss wohnst, ruckzuck auf 18, 17 Grad runter und da hast du ein ernsthaftes Problem. Also da reden wir wirklich von einem ernsthaften Problem. Da gehen dir die ersten Fische hops. Zumindest zum Generator sollst du ihn hinlegen oder von diesen Heatpacks. Kauf dir die in Großpackungen, die kosten, die sind dann nicht ganz so teuer. Legst du dir einfach mal keine Ahnung, die halten ja auch ein paar Tage, 1-2 Tage, wenn du die knackst. Legst du dir einfach mal 20 Stück irgendwo im Schrank. Das sind ganz einfache Präventionsmaßnahmen, die du treffen kannst, um einfach das Wohl deiner Fische oder einfach
auf den Fall vorbereitet zu sein, falls es mal wirklich zum Stromausfall kommt. Wenn du mal so einen Stromausfall hattest, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn du natürlich keine neuen Videos verpassen willst, dann kann ich dir jetzt ans Herz legen, diesen Kanal zu abonnieren, wenn du eine Benachrichtigung haben willst. Einmal die Glocke zu aktivieren, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich was Neues hochlade. Und ich denke, mehr gibt es zu diesem Thema nicht zu sagen. Wenn dazu Fragen sind, irgendwas, irgendwie du Verbesserungsvorschläge hast, hau die unten in die Kommentare. Ich antworte auf jedes Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. We'll be right back.